Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit einer Runde Fastnacht. So, da wir ja dementsprechend schon gut gekleidet sind, ja, gucken wir dann mal, dass wir jetzt hier solange ich was zu sagen habe, willkommen, den Zeremonienmeister ansprechen. Wo Appalachias beste und, um ehrlich zu sein, einzige Fastnacht veranstaltet wird. An Fastnacht kann man eine Menge Spaß haben. Es gibt wunderbare Gerichte, die Sie probieren können. Unter anderem unsere so, dann schauen wir mal. Wenn Sie nicht wissen, was in meine Hallo, Touristen. So, können wir schon reinschmeißen. Jetzt muss ich hier aber ganz viel Gedärme noch sammeln. Gucken wir noch nach Kröteneier. Musik hatte ich schon gesehen. Porzellankrug gleich mitnehmen. Status, Protokoll. Okay. Waffen, Backen. Klammer auf, Klammer zu. Bei Funktion, Eier hinzufügen. Klammer auf, Klammer zu. Angehalten. Wert, Eier. Anzahl beträgt 0. Hallo. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Fest. Ja. Warum darf ich nicht mit dir interagieren? Hallo? Machen wir es so? Auch nicht. Selbst das auf E-Taste hämmern bringt nichts. Willkommen in Helvetia. Jetzt darf ich. So, dann wollen wir erstmal schnell die Kröteneier nehmen. Hier haben wir welche. Eins. Zwei. Drei. Und einmal noch. So. Musik machen wir gleich. Können wir aber schon anquatschen. So, hier hast du einmal deine Eier. Dann darfst du schon mal loslaufen. Dann laufen wir einmal kurz zur Musik. Machen wir ein bisschen Musik hier. Hey, warum hörst du auf zu singen? Doch muss ich gleich singen. Und dann kriegen alle Leute Ohrenbluten. Ne? Es dauert immer alleine ein bisschen lange, bis man die Musik fertig hat. Aber es ist eigentlich am entspanntesten, weil man setzt sich hier einfach nur hin und spielt eine Runde Musik und genießt und lauscht der wunderschönen Umgebung. Ach, hallo, eine schöne Kapelle, oh, was für eine Show, aber jetzt muss ich gehen. Oh. Ich finde den so cool, ich würde am liebsten mitsingen. So, da unten war eine Kröte, nehmen wir nochmal Bienenwachs mit, falls wir es brauchen, falls nicht, Säure, 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 Säure. So. Bezüglich, ich muss dann halt das Bienenwachs ein bisschen stapeln, weil das Problem ist, man kriegt das nur einmal raus pro Server. Man muss dann wirklich den Server reloggen, was ich persönlich ein bisschen doof finde, aber naja. So, gehen wir beiseite, ich will hier beide Bienenstöcke. Ah, okay, habe ich. Gut, dann könnte es jetzt noch der Porzellan-Heini sein. Oder der Bienenwachs. Okay, der Porzellan-Heini ist es nicht. Denn heißt das, ich darf jetzt den Turtle Perk nicht ausrüsten? Oder Holz? Ah, Holz ist es noch. Okay. Fast nachts
Mistlaternen sorgen dann in einem nützlichen Umkreis für Licht. Einmal Bienenwachs spenden. Ich muss doch noch die ganzen Kleintiere töten. Ich brauche doch noch Gedärme für Würstchen. So, hier auch noch mal ein bisschen. Habe ich Holz bei? Tradition, Dinge zu verbrennen, besonders an Fastnacht. Nein, ich habe kein Holz bei, aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen cheaten. Das heißt, ich gehe einmal kurz zum kleinen Cheater-Camp. Sage Holzreste, gib mir mal ein bisschen was raus hier. So 50 dürften lang für die Quest. So. Und dann sind es eigentlich nur noch die Gedärmscher. So, hier hast du dein Holz. Was für ein wunderbarer Stapel. Diese Einheit ist an der zugewiesenen Umzugsstartmarkierung eingetroffen. Tausche irgendwo höre ich noch Hühnchen. Das ist, hier haben wir nochmal Gedärme. Sauerei. Aber nichts. Können wir schon mal reinschmeißen? Fast nachts Würstchen. Ich höre doch hier noch eins. Irgendwo fiebt das hier. Genauso wie das Huhn. Das macht auch Dog, Dog, Dog. Was sind die denn? Ah. Am Huhn laufe ich 100 Mal vorbei. Okay. Haben bestimmt jetzt alle wieder gesagt so, rechts, 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 da ist doch das Huhn. Siehst du das Huhn nicht? Und ich so, nö. Ich missachte das Huhn. Okay, jetzt bräuchte ich, da ist noch einer. Klein Tiere besitzen die. Schon mal abgeben, jetzt fehlt uns nur noch eins. Opossum. Nein, wir haben ein Opossum getötet. Jetzt müssen wir wieder Angst haben. Jetzt wird uns wieder nur das Schlimmste widerfahren. Die sind wohl wahrscheinlich auch für die Bugs zuständig. Hundertprozentig. Das sind die Opossums. Die Opossums sind schuld. Die ganzen Bugs, die wir sozusagen als Spieler erdulden müssen, die kommen von den Opossums. Ja, das ist schlüssig. Weil die wollen uns einfach nur ärgern. Die wollen uns missmutig machen. Die wollen uns aus Appalachia rausekeln. Indem sie halt Bugs ins Spiel einfügen. Denkt mal selber drüber nach. Ist logisch, ne? So, aber jetzt haben wir es ja hier fast geschafft. Opossum-Theorien gibt es bestimmt genug. Müssen wir mal googeln. Ich glaube, ich weiß, was ich nachher mache. Opossums-Theorien runterladen. Muss ich an diesem Ort stehen. So, dann kann der Fastnachtzug jetzt auch hoffentlich gleich losgehen. Wir sind ja schon passend gekleidet. Aber ich hätte sie ja doch gerne in Rot gehabt, ne? Also in Rot sieht sie natürlich viel geiler aus, finde ich. Aber man kriegt sie ja nicht in Rot. Oder hier die Nahen in Blau, die sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Okay, da wird er sogar ausgeblendet. So, dann setzen wir uns hier hin. Wir sind ja auch Teilnehmer. Und los. Los. Alle Marsch! Und da drehen sie erstmal um. Muss ich mich jetzt auch umdrehen? So. Und jetzt schön hinterhergelaufen. Gegen Kröten brauchen wir ja nicht wirklich schweres Gerät. Da, nicht ausbrechen aus der Formation. Wir marschieren hier alle gemeinsam in ein Reih und Glied. Was nicht wirklich klappt. Das sieht so aus, jeder läuft für sich selbst. Gedrängelt wird hier nicht. Oh. Jetzt muss ich aber Gas geben hier. So. Kröten? Kröten. So, ich hab noch ein paar Raketen. Wer möchte?
Ich habe eigentlich einen neuen Server genommen. Ich habe nicht den alten benutzt. Aber scheinbar ist auch dieser wieder kaputt. Eine Kröte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also wenn man das Event ein paar Mal hintereinander gespielt hat, dann im Eimer, dann kriege ich nur noch eine Kröte, wenn man alleine ist. Okay. Oh nein, da kommt noch eine Kröte. Kröte? Nee. Die Kröten wollen heute nicht. Tja. Gut. Das waren zu viele Kröten. Ey, die haben hier fast alle nicht überlebt. Das ist der Wahnsinn. Ach, da ist ja doch noch eine Kröte gewesen. Ich habe extra im Fluss geguckt. Da habt ihr euch abgesprochen. Na gut. Dann können wir jetzt einfach wieder mitmarschieren. Eigentlich müsste ich ein bisschen schneller laufen, weil, ne? Gleich ums Eck, haben wir ein Problem. Aber wir marschieren hier wenigstens vorne noch mit. Lassen uns hier nochmal wegschieben. Der wollte uns schubsen. Der hat gesagt, los, verteidige uns. Ja gut, dann einmal Ballonis wegmachen. Damit sie mich gleich nicht stören. So, und jetzt muss ich zeigen, was in mir steckt. Er weckt den Tiger in mir. Miau. So. Ich darf halt keinen durchlassen. Aber... Oh. Klappt bis jetzt ganz gut. Solange sie nicht an unmöglichen Stellen spawnen, ist alles gut. Na? Das meinte ich mit unnötigen Stellen. Oh, gleich wieder schön viele Mini-Nukes. Dafür ist das Event wirklich Bombe. Oh, okay, waren doch alle. Keine Nachzügler. Mini-Atombomben mitnehmen. Boah, ich werde gleich nicht mehr laufen können. Hier liegt sogar noch eine. Na, gib sie mir. Meine. So, hier hinten hatten wir jetzt noch zwei. Wenigstens schnell die fix die Mini-Atombomben mitnehmen. Da liegt noch eine im Gebüsch hier. So, und drüben noch die anderen zwei. Hier haben wir einen. Und hier haben wir einen. Jawohl. Hat gepasst. Und jetzt haben wir wie viel? Oh, 27. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja von der letzten Aufnahmesession so viele. Ja, die werde ich dir jetzt mal ein bisschen raushauen, ne? Schön mit Verdeck. Ich hoffe, Megafaultier spawnt dort und nicht dort hinten. Weil dort hinten kann ich nicht gut hinziehen. Ah, jetzt muss ich es ja richtig treffen. Mist, ich habe ja jetzt niemanden dabei. Okay, und das kriege ich nicht richtig getroffen. Aber mutiert. So. Lad schneller nach. Voll auf den Kopf. Hat ihn aber nicht getötet. Jetzt aber. Na, noch ein Hund? Muss man wirklich abgewöhnen, mal wieder mit Watt zu spielen. Mit dem Werfer. So, was hast du denn Schönes? Ah, was für den Schredder. Sehr gut. Nehme ich mit. Nachdem wir die Runde gemacht haben, wird es Zeit, Väterchen Frost.
dem Rahmen unserer prächtigsten Tradition aus Helvischer zu vertreiben. Versammeln wir uns um das Feuer, meine Freunde, während wir die Stadt von der anthropomorphischen Darstellung der Jahreszeit befreien. Verbrennt ihn, 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 verbrennt ihn. Und lass mich ihn verbrennen. Jawohl, ja. So, nachtaktiv. Chinese. Wäre nachtaktiv was anderes gewesen, sowas anstachelnd oder ähnliches, dann wäre es ein super Schwert gewesen, aber so, nein. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Tja, was sind sie denn? So, dann haben wir noch Rezept fast nach Krapfen, Hasenmaske und ich glaube die Hasenmaske, die Hasenzähne habe ich schon. Ah, muss ich mal gucken, ich hatte ja ganz viele Masken geschenkt gekriegt schon. Und ja, unter Hilfsmittel werde ich definitiv den Bauplan finden. Rezept. Nee, sehe ich jetzt nicht. Also, ach nee, habe ich, kann ich sogar schon. Gut. Nur doppelte Zeug gekriegt. Nicht weiter schlimm. Ich habe sowieso nicht so Hoffnung, dass ich alles mit einem Mal schaffe. Trotzdem werde ich hier die Fastnachtmaske Hasenzähne einmal in Sicherheit bringen. Und ja, die hatte ich schon. Hier. So. Das heißt, wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Aber ein ganz kleines bisschen. Wir gehen jetzt einmal kurz nach Ohio und holen uns jetzt den letzten Ruf heraus. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen leveln gehen. Weil wie gesagt, die Stufe machen wir dann heute hier. Das ist ja nicht weiter das Schlimmste. Ah, nehme ich jemand Lasergewehr. Dann gehen wir erstmal zu Blackie. Na? Pass auf, was du hier machst. Sonst kriegst du auch noch einen Spitznamen. Okay, sie entschuppt das Tier mal wirklich wieder mit dem Messer. Es ist sehr immer gut. Schön, dich zu sehen. Das bedeutet mehr Kronkorken für uns. Ja, denn? Ich habe Mylock-Produkte für dich. Gut. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Boah, wieder Delikatessen-Mylock-Königin-Fleisch. Oh, eine echte Delikatesse. Das Fleisch ist erstaunlich süß. Wird einen guten Preis einbringen. Boah, bis jetzt läuft es. Bones, läufst du heute aus? Schaust du mich an? Ganz blöde Idee. Lieber Bones. Wir haben ein echtes Meyerlurk-Problem. Danke nochmal für deine Hilfe bei der Sache. Die Meyerlurks hätten uns das Trinkwasser versorgt. Ich helfe gern Freunden aus Crater. Das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Hier gibt es genug zu tun. Brauchst du irgendwas? Wie bist du eigentlich bei der Sache hier draußen gekommen? Ist eine längere Geschichte, aber ich mach's kurz. Also, ich war in der ursprünglichen Gruppe, die Crater auf Vordermann gebracht hat. Hab mich dabei als effektiver Anführer erwiesen. Vielleicht ein bisschen zu effektiv. Auf einmal war ich Freiwilliger und hatte hier das Sagen. Ich glaube, sie wollten mich in Crater nicht mehr. Kann ich ihr nicht verübeln. Ich wäre da mittlerweile der Anführer. Und sie wären Fischfutter. Auf jeden Fall haben wir einen Weg gefunden, Meyerlurk-Fleisch zu strecken. Echt profitabel. Man schmeckt's nicht und es bringt einen nicht um. Gut, ich würde dich gern was anderes fragen. Ja, was denn? Du hast Hilfe gesucht. Was kann ich tun? In letzter Zeit waren die Meyerlurks echt nervig. Zuerst haben sie nach dem Fang unsere Netze zerstört. In jüngster Zeit haben sie am Dock versucht, den Wasseraufbereiter zu zerstören. Die mögen wohl das Geräusch nicht. Ist ein echtes Problem. Das klingt ernst. Ich glaube, ich kann dir helfen. Gut, weil Bruiser gerade erst einen Schwarm gesichtet hat. Die sind jeden Augenblick da. Okay, es hat... Ich glaub's nicht. Hm? Bei uns funktioniert immer. Du willst überleben? Dann tu, was du tun musst. Okay, aber dafür haben wir heute nur auch nur einen Meilenwerk auf einer Seite. Ja, ist nicht so wild. Ey, wir konnten mal mit Bones reden, ohne dass der gleich sagt, nö, ich habe heute keine Lust mit dir zu reden. Ich friere lieber noch 500 Mal ein, bevor ich dir überhaupt sage, was los ist. Der Hammer, das läuft heute mal wirklich wie am Schnürchen. Also ich find's genius. So kann das für mich immer laufen. Einmal Bestellung bitte. Bugfrei. So, dann können wir eigentlich hier auch nochmal ein bisschen Gummi mitnehmen.
Wenigstens ein bisschen. Hier liegt auch gar kein Gummi rum. Warum liegt hier kein Gummi rum? Zeit mal wieder ein Lager anzugreifen. Ich sammle da draußen. Jetzt wollte ich hier wenigstens ein bisschen Gummi mitnehmen, aber. Ja, ich sehe super aus, aber starren ist unhöflich. Ich weiß, dass du super aussiehst. Alleine deine Maske. Bombe. Einfach nur Bombe. So, dann nehmen wir hier trotzdem noch mal ein bisschen mit. Weil starren ist ja unhöflich, Diebstahl nicht. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo, ne, Sachen klauen tut, das ist nicht unhöflich, das ist normal. Aber wenn ihr die Leute anstarrt, das ist unhöflich. Ah ja, manchmal Videospiellogik. Danke für die Hilfe. Wir haben auch ohne die zusätzlichen Probleme genug zu tun. Freunden von Crater sind meine Freunde. Es war mir eine Ehre. Na, danke. Der Aufbereiter hat ein paar Schäden erlitten. Das können wir aber reparieren. Ohne deine Hilfe wäre es wohl schlimmer ausgegangen. Kein Thema. War nett mit dir zu reden, aber ich muss jetzt los. Passt. Ich habe auch noch zu tun. Gut. Dann würde ich sagen, war es ja jetzt eigentlich mit den Rufsammeln heute sehr, sehr angenehm. Ich glaube, es ist sogar das erste Mal, dass das alles so hintereinander weg, ohne irgendeine Verzögerung oder so geklappt hat. Ich glaube, wir müssen 3 Kreuze im Kalender machen. Gut, aber wir machen jetzt trotzdem den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Leveln wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.